Ja, danke, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich habe ein paar Smart Investor Lesern eigentlich geraten, da drüben hinzugehen oder wo die anderen Räume sind, denn ich werde heute nicht sehr viel anderes sagen, als bei uns in den Heften steht der letzten 12 Monate eigentlich. So lange ungefähr schreiben wir schon über diesen Crack-Up-Boom. Ansonsten kann ich nur sagen, ich fast ein Heimspiel hier. Ich habe hier so viele Smart Investor Leser gesehen und gefunden und offensichtlich hat unsere Werbung und unser Drängen dahingehend, dass man doch hier teilnimmt, gefruchtet. Ich glaube auch, und was ich auch rausgehört habe, die meisten haben es noch nicht bereut. Vielleicht bereuen sie es ja ab jetzt dann, wenn sie meinen Vortrag gehört haben. Wer weiß. Aber schön, dass Sie da sind und ich möchte auch nochmal meinen Dank an den Nikolaus Kimmler ausrichten, der das alles hier ermöglicht hat. Die Idee ist ein bisschen auch auf meinem Mist mitgewachsen, muss ich sagen. Aber die ganze Umsetzung natürlich, auch das finanzielle Risiko, das trägt Go Ahead, beziehungsweise der Herr Kimmler. Und da danke ich ihm sehr, denn das ist eine herausragende Leistung und hat auch viel Mut bewiesen. Ja, einleitend könnte ich noch sagen, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Presse, ich bin Journalist. Das heißt, ich habe eigentlich immer, ich bin auch nicht zu Wort gewandt und gewaltig, wie eigentlich jetzt Herr Polleit oder Herr Hülsmann innerhalb der österreichischen Schule. Ich muss mich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigen. Ich muss über Edelmetalle, über Nebenwerte, über Börsenpsychologie, über dies und jenes. Das heißt, das ist jetzt ein Thema von vielen, vielen, über die ich spreche oder mich beschäftige. Deswegen nehmen Sie es nicht krumm, wenn ich da in den Einzelheiten nicht ganz so wortgewandt bin. Was habe ich noch zu sagen? Vieles von dem, was ich jetzt erläutern werde, haben Sie schon gehört. Es ist eine gewisse Wiederholung, aber ich denke, das schadet nichts. Ich werde es aber relativ zügig machen, sodass wir dann zum Schluss hin, wo es dann richtig wichtig wird, für jetzt Anlageentscheidungen zum Beispiel, da werden wir das dann ein bisschen ausdehnen. Und wir werden natürlich zum Schluss die Viertelstunde Frage-Viertelstunde machen. Klar, denn das, was ich sage, wirft sicherlich Fragen auf. Habe ich alle wichtigen Punkte durch? Jo, dann geht's los. Also ganz kurz zu mir, ich bin 44 Jahre alt, oder? Ja, doch. Ich bin der Gründer des Magazins. Smart Investor versteht sich als ein allgemeines Börsenmagazin. Wir haben also keinen Fokus auf eine bestimmte Richtung und wir haben den Non-Mainstream Approach. Ob uns der gerecht wird oder ob wir dem gerecht werden, das müssten Sie als Leser entscheiden, aber zumindest versuchen wir es. Non-Mainstream ist an der Börse wichtig, denn was Mainstream ist, ist in der Börse schon eingepreist oder in den Kursen schon eingepreist. Also muss ich schauen, dass ich dort meine Chancen suche, wo eben die Masse nicht hinschaut. In die Ecken reinschauen, die noch nicht ausgeleuchtet sind, sozusagen. Und alles, was unsere makroökonomischen Einschätzungen anbelangt, auch die Börseneinschätzungen, die in erster Linie ich auch selbst gleich zu verantworten habe. Ich muss dazu sagen, Smart Investor ist eine Drei-Mann-Firma mit vielen freien Redakteuren, also ziemlich klein gehalten alles. Alles, was mit makroökonomischen Einschätzungen zu tun hat, basiert schon im Prinzip auf der österreichischen Schule. Deswegen bin ich hier, deswegen war auch die Idee geboren zu diesem Kongress. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, österreichische Schule klingt immer irgendwie so wahnsinnig kompliziert, aber letztendlich ist es einfach nur reiner Menschenverstand. Wenn Sie ganz normal denken, kommen Sie automatisch zu den Schlüssen, die die österreichische Schule propagiert. Das nur mal als kleiner Hinweis, wir haben es hier mit den normalsten Dingen der Welt zu tun und die Mainstream-Ökonomen da draußen, die verkomplizieren eigentlich die Welt nur. So müssten wir es darstellen. Wie gesagt, wir fangen mit Dingen an, die Sie jetzt schon gehört haben. Kleine Rekapitulation. Wir haben hier die Verschuldung der, wo ist mein Pinpointer nochmal? Na egal, wir machen es auch so. Wir haben hier die Verschuldung der USA in den letzten 100 Jahren etwa. Und Sie sehen, das geht schnirrgrad nach oben. Das ist die Nominalverschuldung. Es ist logisch, dass das nicht so weitergehen kann und dass diese enorme und steigende Verschuldung der Volkswirtschaften irgendwann Auswirkungen haben muss, zumal wenn das Wirtschaftswachstum mit dieser Steigerung nicht mitkommt. Das heißt, wir haben diesen Auseinanderklaffen. Die Zinslast, die ja hinter dieser Verschuldung steckt, die natürlich jetzt geringer wird durch die fallenden Zinsen, aber diese Zinslast, die muss ja auch irgendwie bedient werden aus dem Wirtschaftswachstum und das wird immer schwerer möglich. Und die Krise, die wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren etwa erlebt haben, die ist sozusagen der erste ganz konkrete Vorbote, dass es irgendwo zwickt im System. Das ist meine These. Die Ursache der Krise, auch das haben wir schon gehört, rührt aus einem Ungleichgewicht der Geld- und Realwirtschaft.
verursacht durch den Staat, ich nenne ihn als infalliblen Schuldner, also einer, der eigentlich nicht pleite gehen kann. Wir werden sehen, er kann es dann vielleicht doch irgendwann mal, aber in unserem Weltbild erstmal kann er es nicht. Und durch die Gründung der Notenbanken und dem Teilreservesystem, dieses ganze Finanzsystem verursacht im Prinzip das Auseinanderklaffen von Geld und Realwirtschaft. Und ich habe das hier mal versucht aufzuzeigen an zwei Kurven. Die gelbe Kurve ist die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Europa. Und die obere Kurve hier ist die Entwicklung der Geldmenge. Einmal plus 79%, einmal plus 17%. Das ist jetzt in gewissen Zeitraum, 1999 bis 2007. Ich kann Ihnen versichern, dass in den letzten zwei Jahren sich daran nichts geändert hat, beziehungsweise es ist noch weiter auseinandergedriftet. Der Herr Pollert hat es auch gestern erwähnt. Aus diesem Ungleichgewicht, dass beides eben nicht in gleichem Maße mitsteigt, rührt diese Krise her, rühren alle Krisen davor her, und jede Maßnahme, diese Krisen zu bekämpfen, so wie es passiert ist beim Herrn Greenspan zum Beispiel oder jetzt auch beim Herrn Bernanke, weitet diese Schere einfach immer nur weiter aus. Also immer neues Geld drucken, um die schlechten Auswirkungen der jetzigen Krise gerade zu verhindern. Staatsbankrott und Währungsreform. Ich will da gerade noch mal hinweisen auf einen Sonderdruck der Titelgeschichte der Ausgabe 8. Das ist also genau das Gleiche, was Sie hier rechts sehen, der hier ausliegt. Und zwar unten an der Registration können Sie den bekommen. Da ist nur die Titelgeschichte drin. Das Heft ansonsten ist vergriffen. Man möchte es ja nicht glauben, aber wenn ich über Staatsbankrott heute schreibe, dann wird mir die Bude eingerannt. Ist so. Die Leute merken, irgendwas könnte dran stimmen und kriegen woanders wahrscheinlich dieses Informationsbedürfnis nicht befriedigt, denke ich mir mal. Wir haben allerdings schon 2006 darüber geschrieben, wie Sie links sehen. Damals hat man uns komplett für verrückt gehalten, das muss ich so sagen. Da kamen also Leserbriefe an, die will ich jetzt hier gar nicht zitieren. So ging es uns bei der letzten Ausgabe nicht mehr. Wie gesagt, da war ja schon klarer, dass irgendwas nicht mehr stimmt im System. Smart Investor geht von einem Ende dieses Finanzregimes aus, und zwar bald. Bald ist für mich, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren. Ich muss nochmal darauf zurückkommen, Geld und Geldmenge und Inflation. Ich stimme den Österreichern voll zu. Inflation ist die Ausweitung der Geldmenge und nicht die Preissteigerung. Trotzdem möchte ich noch ein paar Gedanken ganz kurz erläutern, die wichtig werden dann später im Laufe meines Vortrags. Und zwar, wir haben hier links die Geldmengenentwicklung in den USA, und zwar ist das M3 erst rot und dann wird es zu einer blauen Kurve. Warum wechselt die Farbe? Weil ab diesem Zeitpunkt die Geldmenge M3 nicht mehr veröffentlicht wurde. Das wissen die meisten wahrscheinlich hier von Ihnen, und zwar eigentlich mit dem Amtsantritt von Bernanke wurde M3 nicht mehr veröffentlicht unter mehr oder weniger fadenscheinigen Erklärungen, also dass das zu kompliziert wäre, das zu berechnen, oder dass die Zahl eigentlich nichts mehr bringt und so weiter und so fort. Witzigerweise geht es aber danach ziemlich stark nach oben. Also man könnte schon vermuten, dass man vielleicht etwas vertuschen wollte, indem man diese Geldmenge nicht mehr publiziert. Wir sehen, dass dann ab dem Jahre Anfang 2008 etwa geht diese Kurve sehr stark nach unten. Das ist im Prinzip ein kontraktiver, auch deflationärer Prozess, das muss man ganz klar sagen. Aber die Kurve notiert bei 4%. Im Augenblick, also die M3, das ist das Wachstum der Geldmenge, also nicht die Geldmenge selbst, sondern das Wachstum der Geldmenge. Das heißt, sie wächst immer noch mit 4%. Was Sie sehen, diese dünne Linie, das ist die M1, also das ist im Prinzip das, was ganz nah am Bargeld dran ist, das ist explodiert. Das ist die Bargeldhortung, das sind die Leute, die zur Bank gerannt sind in der Krise und haben gesagt, gib mir mal bitte 5.000 Euro, ich brauche daheim mal Geld, und haben es unter das Kopfkissen gelegt und da liegt es immer noch. Das sind diese Leute. Das ist also, hat dann auch mit der Geldumlaufgeschwindigkeit zu tun, aber kommen wir nachher noch drauf. Rechts haben wir die Inflationsrate, die offizielle, nämlich die rote Linie. Inflationsrate gemessen an dem CPI-Index, also der Konsumentenpreisindex in Amerika. Wohlgemerkt, Inflationsrate im Mainstream-Sinne, für mich wäre das die Teuerung einfach. Und oben drüber ist die von dem Herrn John Williams ausgerechnete CPI-Index, wenn er alle schönenden Maßnahmen, so nenne ich das mal, also hedonistische Preisindizes und so weiter. Ich will auf das Einzelne gar nicht eingehen, weil Sie das wahrscheinlich als Smart Investor Leser sowieso kennen dürften. Wenn man alle das rausrechnet, was an Umstellungen von Methoden zur Berechnung dieser Indizes vollführt worden ist, wenn man das alles rausrechnen würde, würde man auf die blaue Linie kommen als
CPI-Index. Und Sie sehen, das klafft auch ziemlich weit auseinander, der geht sehr viel weiter nach oben, war in der Spitze bei knapp 12%, glaube ich, im Jahre 2008 und ist aber auch seitdem sehr stark eingebrochen. Das heißt, wir haben auch natürlich nach dieser Methode einen deutlich deflationären Prozess. Ich sage deflationären Prozess, weil es ist immerhin noch keine Deflation. Wir wären theoretisch immer noch bei 5% Inflation, wohlgemerkt aus der Sicht des Jahres 1982 etwa, da wo diese Schönungen angefangen haben. Bezogen auf die letzten zwei Jahre haben wir ganz klar eine Deflation, das muss man ganz klar sagen. Wenn ich an der Inflation rumschraube und rumdoktere, dann heißt es aber auch, dass ich mein Wachstum der Wirtschaft zu hoch ausweise. Das offizielle Wachstum der amerikanischen Wirtschaft ist die Kurve, rote. Und die Kurve, die eben mit der bereinigten CPI-Methode erstellt wäre die blaue Kurve. Das Entscheidende dabei ist, dass die effektive Wachstumsrate Amerikas und wahrscheinlich auch Europas deutlich geringer wäre dann als die offizielle. Das muss man einfach wissen. Also unser Wachstum, was wir so hören, ist wahrscheinlich zu hoch ausgewiesen. Hat damit zu tun, weil das ja immer inflationsbereinigt ist. Wenn ich die Inflation aber zu niedrig ausweise, weise ich mein Wachstum zu hoch aus. Das ist reinste Mathematik. Ich will nicht zu sehr darauf eingehen. Nur, dass Sie wissen, unser Wachstum ist tendenziell zu hoch ausgewiesen und das Wachstum, das können Sie hier sehen an dem fallenden Verlauf der blauen Linie über die letzten 20, 25 Jahre, ist einfach stark fallend, ist jetzt im deutlichen Negativbereich. Laut Herrn Williams wären wir jetzt bei -6%. Die offizielle Zahl ist bei -4%. Dieser fallende Verlauf des Wachstums ist eben entscheidend, weil die Verschuldung nach oben geht und das Wachstum nach unten. Und irgendwann zwickt es. Ist eigentlich ganz logisch. Der Staat reagiert auf diese Geschichten, indem er mit den Zinsen nach unten geht. Das ist diese Fed Fund Rate, also der Refinanzierungssatz, den die Federal Reserve ihren Banken gibt. Und der ist ja mittlerweile bei praktisch 0%. Das ist also, der schlägt direkt auf der Null hier unten auf. Das sind also die Maßnahmen, die die Notenbank ergreift, um die Wirtschaft zu stützen. Mit niedrigen Zinsen versorgt sie die Banken und die sollten das dann nach Möglichkeit weitergeben. Andere Maßnahmen sind oder andere Geschichten auch, wo wir Staatseingriffe sehen, das ist Lehman Brothers, der Spiegel schrieb, der Jahrhundertfehler. Oder aber wir nannten das die Bombe im Bankensektor, das heißt, wir haben einfach gesagt, dass die Banken für das, was sie an Risiko in den Büchern haben, Sie kennen diese Wertpapiere aus Amerika, diese geschnürten Derivate-Pakete und so weiter, dass das im Volumen viel zu groß ist für die niedrige Eigenkapitalquote der Banken. Ich muss mal meine Uhr auf Zeiten legen, weil ich ein bisschen eingeschnürt bin in der Zeit. Ja, wäre das alles nicht passiert, hätte der Staat in all diesen Bereichen nicht eingegriffen mit niedrigen Zinsen, mit großen Geldinjektionen, dann wäre es zum wirtschaftlichen Absturz gekommen. Das ist meine These und ich glaube, das haben wir alle gespürt am Tag, als Lehman Brothers zum Beispiel pleite gegangen ist, was da passieren kann. Stellen wir uns vor, es wäre noch eine Deutsche Bank oder eine Citigroup noch mit dazu pleite gegangen, dann wäre das ganze System ausgefallen. AIG ist der beste Beispiel. AIG musste man retten, weil an AIG quasi alle anderen großen Banken drangehangen haben. All das geht mit gigantischen Geldmengenentwicklungen einher. Woher kommt die Teuerung? Ich habe jetzt hier mal die Jahre 1914 bis 1918 aufgetragen. Die Geldmenge ist die rote Linie und dann haben wir das Preisniveau, diese graue Linie. Das ist eine ziemlich dramatische Entwicklung damals gewesen. Sie sehen, das geht beides einher. Wir haben ja gelernt, Inflation ist Geldmengenausweitung und die Preisentwicklung ist dann die logische Folge der Geldmengenausweitung. Immer unter der Voraussetzung, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit gleich bleibt, was ja in der Vergangenheit nicht der Fall war, aber da kommen wir später noch drauf. Also die Geldumlaufgeschwindigkeit ist dramatisch abgesunken aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses der Menschen. Geldmenge und Preisniveau nochmal. Wir haben links die Geldmengenentwicklung der Notenbank-Geldmenge. Sie sehen, die ist mit dem Punkt Lehman extrem nach oben geschossen. Die Grafik ist noch nicht mal aktuell, die ging noch weiter nach oben. Und rechts haben wir nochmal die Entwicklung auch zwischen Geldmenge und Preis. Das heißt, diese Ausweitung der Geldmenge muss zu einer Preiserhöhung führen. Außer man könnte die Geldmenge wieder zurückführen, aber daran kann ich nicht glauben. Werden wir später auch noch drauf kommen. Links habe ich nochmal ein Titelbild vom Smart Investor aus dem letzten Jahr.
Sie sehen da, das soll der Herr Bernanke sein, der also den Ballon der Geldmenge aufbläst. Und da sehen Sie auch schon im wahrsten Sinne des Wortes, inflare ist lateinisch, bedeutet aufpumpen, aufblähen, aufblasen. Und so war auch unser Titel damals. Das ist das, was Inflation ist, dieser Riesenballon an Geld und nicht die Preise, die beliebig im Prinzip hin und her fast manipuliert werden können in ihrer Ausprägung. Im Übrigen kam es letztes Jahr dann auch zu diesem Titelbild der Wirtschaftswoche, Preisschock, die wahre Inflation 12%. Können Sie sich vorstellen, dass ich mir das gleich mal rauskopiert habe? War natürlich Wasser auf meine Mühlen, kam irgendein Professor drauf und mittlerweile ist ja Inflation ja, mehr in den Medien vertreten. Könnte auch sein, dass es mal ganz kurz in die andere Richtung nochmal geht, aber auch das werden wir noch kurz erwähnen. Crack-up. Wir sind beim Thema. Was ist ein Crack-up? Im englischen Sinne bedeutet das im Prinzip ein Aufknacken zwischen, und das ist so meine Definition, Real- und Nominalentwicklung, wenn der Staat im Zuge eines deflationären Schocks, in dem wir gerade noch drin sind, der sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen verstärken wird, als Hauptakteur in die Wirtschaft einspringt. Also, wenn der Staat eine Hypo Real Estate retten muss oder eine Commerzbank oder so, dann muss man sich natürlich mal prinzipiell fragen, was hat der Staat da in der Bankenwelt zu tun? Eigentlich nichts. Das sind Unternehmen und da ist der Staat. Aber er muss es offensichtlich tun, weil sie sonst über die Wupper gegangen wären und dann hätte es dramatische Auswirkungen gegeben. Also, der Staat springt ein in die Wirtschaft als Unternehmer, als Quasi-Unternehmer und das macht er natürlich nicht, weil er so einen riesen Geldschatz im Keller hat und greift da mal schnell rein und holt sich ein paar Eurobündel raus. Nein, er muss es irgendwie finanzieren und er hat das Geld nicht, also macht es über die Notenpresse. Er druckt es im übertragenen Sinne. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Dieses Phänomen hatten wir ja schon immer. Eigentlich macht der Staat seit vielen, vielen Jahren nichts anderes, als über die Notenpresse seine Defizite zu finanzieren. Sondern, gibt es irgendein technisches Problem? Nein, ich den Pointer, ja, aber den hat irgendwer mitgehen lassen. Aber ich glaube, wir kommen auch so klar. Entscheidend ist nun, und das unterscheidet diese jetzige Situation von früheren, dass die Auswirkungen der Geldmengensteigerung nicht mehr eingefangen werden können mit steigenden Zinsen. Das verursacht den Crack-up zwischen der nominalen Entwicklung, die nach oben geht, da werden wir noch drauf kommen, das ist sozusagen der Crack-up-Boom dann, aber der realen Entwicklung, das ist sozusagen das, was bei Ihnen selbst im Geldbeutel dann übrig bleibt von dem, was geht es? Was muss ich tun? Draufdrücken. Ah, so, und jetzt sehen Sie natürlich nur die eine Seite und ich kriege es. Gibt es irgendeinen Punkt? Ah ja, jetzt sehe ich es. Gut, ich versuche mich zurückzuhalten damit, weil ich kann nicht beide Seiten gleich bedienen hier. Gut, das wäre die ganz grobe Definition von Crack-up. Wir hatten das in der April-Ausgabe beschrieben, Crack-Up-Boom, das können Sie wahrscheinlich nicht lesen. Der Mann, der nach oben läuft, der hat auf seiner Tasche stehen nominal, das, oh je, nominal hier, ne? Ja, da haben wir nominal und hier steht real drauf. Der nach unten läuft, der hat real drauf stehen. Das heißt, zur gleichen Zeit geht etwas nach oben, das Offensichtlichere, nämlich die Kurse zum Beispiel von Aktien und das, was hängen bleibt in meinem Geldbeutel, das wird immer weniger. Das ist natürlich vom Verständnis her ziemlich schwierig. Das hat mit Schein und Sein auch zu tun. Im Prinzip behaupte ich sogar, wenn ich sie jetzt philosophisch betrachte, dass Schein und Sein schon immer nicht beieinander direkt waren, aber dass sie jetzt noch ganz brutal auseinanderlaufen. Das heißt, das, was wir sehen, ist bei Weitem schon gar nicht mehr das, was dann wirklich passiert. Die meisten merken, dass das ohnehin jetzt der Fall ist, aber es wird noch viel, viel dramatischer. Das ist eben dann der Crack-Up-Boom. Die Idee für den Crack-Up-Boom stammt nicht von mir, sondern von dem Herrn von Mises, von dem Sie hier schon sehr, sehr viel gehört haben und den auch ich eigentlich als den größten Ökonomen überhaupt betrachte. Er hat dieses Wort gebraucht, als Synonym übrigens dafür auch die Katastrophenhost, das ist für ihn genau das Gleiche, in dem Zusammenhang, dass wenn ein Volk sich dessen bewusst wird, dass der Staat seine Defizite, die er macht, um eigentlich die Wirtschaft vom Absaufen zu retten, um es mal ganz deutlich zu sagen, diese Defizite aber nicht mehr selbst aus seiner Wirtschaftskraft heraus, beziehungsweise aus dem Steueraufkommen heraus bedienen kann, sondern nur noch mit der Druckerpresse, dann wird irgendwann der allerletzte merken, dass das ganze System nicht mehr sehr
stabil ist, sage ich mal. Und dann wird er versuchen, oder das einzelne Wirtschaftssubjekt, das Beste daraus noch zu ziehen. Der Anreiz nämlich wird gesetzt, das Geld, was du bekommst über deinen Lohn, über deine Transferleistung und so weiter, ist nicht mehr richtig viel wert, wenn du es lange bewahrst. Und dann wird ein Schalter umgelegt im Kopf, der dann heißt, da gibst du so schnell wie möglich aus. Egal für was, einfach nur raus mit dem Geld. Und dieses Raushauen des Geldes, nur um möglichst schnell wieder einen Sachwert dafür zu bekommen, egal was, das können Kartoffeln sein oder Gold oder sonst was, das ist dann der Cracker-Boom. Run auf die Sachgüter. Ganz kurz zur Definition. Es wird zeitlich ein kleines bisschen länger, aber na. Mises hat im Prinzip das allerletzte Teilstück einer inflationären Entwicklung, die Hyperinflation, als Cracker-Boom bezeichnet. Das war 1923 in Deutschland. Das ist der Aktienmarkt 1923, diese Spitze, die Sie da sehen. Und dieses rot markierte, das ist die Definition von Mises. Also das allerletzte Stück, wo die Leute nur noch, also die haben Geld bekommen am ersten eines Monats und haben es im Prinzip schon 3 Stunden später wieder in Laden getragen. Habe ich übrigens selber mal erlebt, in Brasilien war ich. Da hatten die eine Inflationsrate von 50% pro Jahr, das ist ja harmlos gegenüber das, was damals hier war. Und da war es so, am 1. und am 15. wurde Lohn gezahlt und am 2. und am 16. waren die Supermärkte leer. War wirklich so, ich habe es mit eigenen Augen erlebt. Ist hier in Deutschland noch undenkbar. Und das, was gelb umrandet ist, das ist die Definition vom Smart Investor. Das heißt, wir weiten diese Definition etwas aus und wir sagen, der Crack-Up-Boom im Sinne auch des Crack-Up-Bullenmarkts, weil wir sind ein Aktienmagazin, also das ist das, was uns hauptsächlich interessiert, beginnt eigentlich da, wo der deflationäre Schock zu Ende geht. Und das wäre dieser grüne Punkt, ich glaube, den können Sie da noch erkennen. Ziemlich unten an der gelben Ellipse. Dort beginnt der Crack-Up-Boom und Bullenmarkt. Sagen wir mal Bullenmarkt. Boom bezieht sich auf die Wirtschaft, Bullenmarkt bezieht sich auf die Börse und beides muss nicht zeitgleich passieren oder starten. Kommen wir auch noch drauf. So kommt es zum Cracker-Boom. Ich kann das nochmal vielleicht ganz kurz durchgehen, aber im Prinzip habe ich alles da schon gesagt, das überspringe ich jetzt einfach mal. Wir vergleichen die jetzige Phase, in der die Krise jetzt gerade, mit früheren Krisen und versuchen mal ein paar Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede rauszuarbeiten. Viele sagen, die Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932, und sie hat sich eigentlich noch ein paar Jahre weitergezogen, wäre am besten vergleichbar mit dem, was jetzt passiert. Ich behaupte, ist es nicht. Das war damals eine deflationäre, übrigens der Spiegel war jetzt der das in einem Titelbild auch gebracht hat. Ich behaupte, diese Geschichte hier wiederholt sich nicht, womit ich nicht schönreden möchte. Aber ich behaupte, das, was wir jetzt haben und bekommen, ist keine deflationäre Krise in dem Sinne, dass eine übergeordnete Deflation stattfindet, sondern das ist eine deflationäre Phase in einem weiterhin inflationär geprägten Umfeld. Damals hat der Staat und die Notenbank zwar eingegriffen, aber eigentlich viel zu spät. Man erkannte die Gefahr damals nicht so schnell. Man hatte auch relativ wenig Vergleichsmöglichkeiten und hat auch viel zu wenig aggressiv eingegriffen. Und deswegen hatte die Deflation ihre Chance, sich auszubreiten. Deswegen meine ich, kann es, und heute ist genau das Gegenteil der Fall, der Staat greift ein, dass es nur so rauscht, in jederlei Hinsicht. Er tritt ja sogar als Unternehmer auf. Also deswegen ist der Vergleich mit damals aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Dann gibt es die Leute, die sagen, okay, inflationäre Tendenzen, die erkennen wir an, aber dann müssten eigentlich Aktien auf der Stelle treten, nämlich wie in den 70er Jahren. Die Aktien damals, das muss ich jetzt mal kurz zeigen, das war diese Zeit, das sind die Aktien, also der Dow Jones, blau, ist seitwärts gelaufen, während die Zinsen, während die Inflationsrate, das Rote, nach oben gestiegen ist. Also Sie sehen es da drüben auch hier, diese Phase da, blaue Seitwärtsphase. Und die Inflation ist nach oben gestiegen. Und viele interpretieren das so, hohe Inflation ist schlecht für Aktien. Ich sage, nicht die Inflation ist schlecht für Aktien, sondern die hohen Zinsen. Und damals wurde Inflation noch bekämpft. Man konnte es sich anscheinend noch leisten, Inflation zu bekämpfen mit den hohen Zinsen. Und das ist die grüne Linie. Und Sie sehen, die ist mit nach oben gegangen. Das heißt, man hat damals in der Spitze 14% Zinsen gehabt. Und die hohen Zinsen, die waren negativ für die Aktien. Deswegen sind die Aktien nicht von der Stelle gekommen. Also auch der Vergleich hinkt. Er ist zwar von der Inflation her nicht ganz unähnlich mit dem, was wir jetzt haben oder bekommen werden. Aber
damals konnte man Inflation noch bekämpfen, das kann man heute nicht mehr. Das ist meine Grundthese. Dann machen wir noch schnell die 90er Jahre in Japan. Das war ja eine deflationär geprägte Phase. Auch da sagen Leute, viele Leute, wir werden vielleicht sowas bekommen, wo wir mehrere Jahrzehnte eine stagnierende oder sogar kontrahierende Wirtschaft bekommen und auch Deflation. Und ich behaupte Folgendes, was gleich ist mit damals, ist, dass der Staat brutal interveniert hat. Mit Zinsen, mit Geldinjektionen, mit Rettungen von Banken und so weiter. All das ist ziemlich ähnlich mit jetzt. Aber Japan war damals isoliert in der Welt mit seinem Problem. Und alles, was die Japaner gemacht haben, sagen wir mal Geld reingeschossen in den Markt, ist im Prinzip schnurgerade nach Amerika rübergewandert oder bei uns an den neuen Markt und hat dort die Blase erzeugt. Und Sie sehen das an dieser blauen Linie. Das ist der Nasdaq, der im gleichen Maße zwischen diesen beiden roten Linien ist, also diese Krisenphase. Die schwarze Linie ist kollabiert, der Nikkei-Index, und der amerikanische Markt ist explodiert. Das heißt, alles Geld ist rübergewandert und hat dort eine Blase geschaffen. Eigentlich der Beweis dafür, dass eine falsche Geld- oder eine expansive Geldpolitik eine Blase schafft, in dem Fall zur gleichen Zeit sogar in einem anderen Land. Man könnte es aber auch sagen, irgendwann mal später, im gleichen Land irgendwann mal später. Das würde auch funktionieren. Ja, der Unterschied zu heute ist, dass wir nicht ein einzelnes Land haben, was ein Problem hat, sondern die ganze Welt hat es. Das Geld kann also nicht einfach irgendwo anders hin und Blasen erzeugen, sondern es muss in unserem System bleiben. Deswegen hinkt auch dieser Vergleich. Und dann sind wir in den 20er Jahren in Deutschland. Und das ist aus meiner Sicht der Vergleich, der am ehesten passt. Wir haben eine inflationäre Entwicklung. Es kommt hier auf die gestrichelte Linie an. Diese graue gestrichelte Linie, das ist der Aktienmarkt wo bin ich? Da, das ist er. Und die blaue Linie ist die Entwicklung in Gold. Und Sie sehen schon, dass das ein massiver Währungsverfall war, der D-Mark. Aber das, was Sie nominal auf den Aktiencharts gesehen haben, das ist absolut nach oben gegangen, die ganze Zeit. Und zwar dramatisch zum Schluss hin. Und das, was real aber dahinter hängen geblieben ist in Ihrem Geldbeutel, was Sie ja nicht richtig ausgewiesen bekommen, was Sie sich eigentlich nur mühsam errechnen müssen, das ist im Prinzip immer weniger geworden. Bis auf die letzte Phase, da sehen wir, dass die blaue Linie ganz dramatisch angestiegen ist. Also ganz in der allerletzten, ich glaube, das war die letzten 12 Monate etwa, in der Hyperinflation, da waren Aktien sogar real dann nochmal eine sehr gute Anlage. Wenn ich in die Deflation reingerate, wie uns das jetzt gerade in dieser Krise passiert ist, und ich sie erfolgreich bekämpfen will und eine Notenbank, die nicht an einen Goldstandard zum Beispiel gebunden ist, kann immer Deflation bekämpfen. Das ist kein Problem, haben wir heute auch schon gehört. Das Problem ist nicht, dass man es nicht bekämpfen kann, sondern das Problem ist das, was danach folgt. Denn ich komme dann nicht mehr auf den Mittelweg rein, also quasi weder Deflation noch Inflation, sondern ich steuere automatisch in die Inflation rein. Und das ist das, was uns bevorsteht. So, noch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist noch wichtig, denn in den letzten Monaten ist natürlich, ich habe es vorhin erwähnt, die Geldumlaufgeschwindigkeit dramatisch gesunken. Das ist links oben diese Kurve, M2 Velocity ist das. Unten sehen Sie die gestrichelte Linie, das sind die Bankkredite, die sehr stark nach unten gegangen sind. Sie kennen den Begriff Kreditklemme. Das ist das, was gerade so umgeht. Und die untere, links unten, die durchgezogene Linie, das sind die Bareinlagen, also das Bargeld. Das ist das, was dramatisch nach oben gegangen ist. Das ist das Sicherheitsbedürfnis. Also aus einer Angstsituation, wie wir sie jetzt haben, wo die Banken keine Kredite vergeben wollen und die Leute sich die Tausender aus dem Automaten ziehen und das Kopfkissen legen, weil sie ihrer Bank nicht mehr trauen, weil sie vielleicht kaputt gehen könnte. Aus so einer Situation kann natürlich kein Boom entstehen. Werden Sie mir recht geben. Was müsste also passieren? Und ich behaupte aber jetzt, wir kriegen einen Boom, wir kriegen einen Crack-Up-Boom. Das heißt, an dieser Situation muss sich ganz grundlegend etwas ändern. Und Sie kriegen ja schon mit, was die Schwachstelle ist. Und da wird ja auch, es gibt ja dieses Banker-Bashing, hat man auch schon gehört gerade. Es wird sich am Gefüge unserer Banken in den nächsten Monaten etwas ändern. Das ist meine These. Und zwar in der Hinsicht, dass die Banken wieder Kredit ausleihen oder vergeben. Oder dass sie gezwungen werden, es zu tun, oder dass sie umgangen werden. Im Sinne von theoretisch, dass die Notenbank oder die KfW oder wer auch immer
Kredite vergibt. All das sind keine Lösungen, die ich gutheiße und die ich herbeisehne, in keinster Weise. Das ist eine Prognose eines dramatischen Ereignisses, was in keinster Weise toll für unsere Wirtschaft sein kann. Aber ich glaube, es wird soweit kommen. Herr Steinbrück hat von ungewöhnlichen Maßnahmen gesprochen, wenn die Banken nicht endlich in die Gänge kommen und Kredite vergeben. Das haben Sie vielleicht mitbekommen, vor etwa 6 Wochen oder so, oder 8 Wochen. Und diese ungewöhnlichen Maßnahmen könnten Bankenverstaatlichungen sein. Ich habe gestern dieses Wort auch schon gehört, hier in diesem Plenum. Ich glaube, der Herr Pollert hat es angesprochen auch. Und ich meine, es wird dazu kommen. Banken werden in irgendeiner Art und Weise verstaatlicht oder aber umgangen werden in ihrem Kreditvergabeprozess. Warum? Weil die Kreditklemme in den nächsten Monaten so dramatisch wird, dass wir viele Pleiten erleben werden, auch von großen Firmen, aber vor allem von vielen kleinen Firmen. Und der Druck auf die Politik so dramatisch wird, dass sie quasi zum allerletzten Mittel greifen muss. Das ist meine These. Ob es so kommt, Sie müssen es werden sehen, oder wir werden es sehen. Rechts haben wir dann die Grafik, wie es damals in 1920 bis 1923 war. Das blaue ist der Aktienmarkt und die graue Linie, diese schwache, das ist die Umlaufgeschwindigkeit. Die ging also eine ganze Weile ziemlich schwach am Boden und irgendwann ist sie dann abgehoben. Das ist auch dann, wo die Leute Angst gehabt haben um ihre Kaufkraft und dann einfach das Geld, was sie hatten, ausgegeben haben. Dann plötzlich kommt das Geld wieder in Schwung. Also wohlgemerkt, Cracker-Boom ist nichts Positives, nur weil da ein Boom in dem Wort drin ist, das ist einfach nur ein Aufbäumen, ein letztes. Die Leute wollen einfach nur ihre Scheine weghaben, das ist das Grundprinzip, weil es nur bedrucktes Papier ist. Das ist nochmal die Wirkung von Inflation. Wie sind wir in der Zeit? Naja. Nochmal, das Schwarze ist der Dow Jones, das Rote ist der Dow Jones, wenn ich ihn um die Inflationsrate, um die offizielle, bereinigen würde. Und das Gelbe wäre der Dow Jones, wenn er um die alternative Inflationsrate von diesem John Williams, den ich Ihnen vorhin erwähnt habe, bereinigen würde. Da sehen Sie, da bleibt fast gar nichts mehr übrig. Also wenn man annimmt, John Williams hat recht, dann sind Aktien real gesehen absolut schlechte Anlage, Geldanlage, nominal eine ganz ordentliche. Also das ist dieser Crack-up zwischen den beiden Konstellationen. Da wischen wir mal drüber. Ab und zu bringen wir so ein Cartoon bei uns ins Heft. Warum? Weil das, was wir hier beschreiben müssen, so dramatisch ist, dass es eigentlich gar nicht mehr anders zu ertragen ist, als mit irgendwie einem Cartoon oder einem kleinen Witz. Deswegen haben wir da so einen Hang dazu. Hyperinflation und Assetklassen. Was heißt das jetzt alles, was ich Ihnen erzählt habe? Wir bekommen also eine Inflation, die nicht mehr bekämpft werden kann. Das heißt, alles, was Sachwert hat, muss in einer solchen Zeit nach oben gehen. Und alles, was Geldwert hat, also wie eine Anleihe, aber auch natürlich Bargeld, auch eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung, alles, was in Staatsanleihen und direkt in Cash äquivalent ist, muss im Preis, nicht im Preis unbedingt fallen, aber sollte untergewichtet werden. Ich sage es mal so. Warum? Weil es sich eine Anleihe, die ja noch dazu sich, bin ein bisschen rausgesprungen, also eine Anleihe kann die Preissteigerung nicht mitnehmen. Selbst wenn der Zins nahe auf Null geht oder auf 0,5%, sie könnte in einem gewissen Maße steigen, aber sie könnte eine extreme Inflation nicht einpreisen. Das würde nicht mehr gehen, zumal die Inflation ja sowieso unwahr ausgewiesen wird. Und die Inflation sich ja mehr wahrscheinlich dann in diesen Assetpreisen abspielen wird und teilweise vielleicht nicht so in den Konsumentenpreisen. Zum Schluss hin schon, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, es könnten auch noch ein paar dramatische Situationen entstehen. Aber Sie sehen, mit dem Gold und mit Aktien wären Sie relativ nah am den Lebenshaltungspreisindizes dran. Das heißt, es wäre zumindest eine Erhaltung Ihrer Kaufkraft. Mit den Geldwerten würden es Ihnen wahrscheinlich nicht gelingen. Das ist ein Szenario für den DAX, das ich im April, das war in dieser Cracker-Boom-Ausgabe, gemalt habe. Und Sie sehen, dass ich, dass die Prognoselinie, diese blaue, ziemlich am Tief anfängt. Also wir sind am Tief mit dieser Prognose rausgekommen. Und ich hatte damals gesagt, wir werden einen Boom bekommen. Und ich habe 3 Varianten vorgestellt, nämlich A, B und C. Die A ging so weit bis etwa 6.000 DAX-Punkte. Da sind wir im Prinzip fast angekommen. Also eigentlich könnte man sagen,
Szenario A wäre jetzt eigentlich schon erfüllt gewesen, das sind auch mal technische Widerstände, würde jetzt vielleicht zu weit führen, aber A ist im Prinzip erfüllt und wenn A jetzt weitergehen würde, würde ab jetzt der große Abriss kommen und es würde alles in Grund und Boden versinken. Ich persönlich glaube das nicht. Das wäre der Crack-Up-Boom der harmlosesten Art. Aber es gibt viele Leute sogar, die glauben, dass das jetzt so weit ist und dass die ganz große Welle nach unten kommt. Vielleicht haben Sie von Robert Prechter schon mal gehört, der große Vertreter der Elliott-Wellentheorie, der genau sagt, das eigentlich, für den würde jetzt der DAX in Richtung vielleicht 1000 Punkte gehen oder so. Dann gibt es das Szenario B. Das wäre, dass wir jetzt vielleicht, also ich glaube, dass jetzt eine kleinere Korrektur ansteht, dass die Märkte jetzt ein bisschen Luft holen. Ich meine, nach 50% Kurserholung im DAX in 6-7 Monaten darf er das auch einmal, würde ich mal sagen. Aber dass es danach weiter nach oben geht und vielleicht bis an die alten Hochs bei 8000 DAX-Punkten. Sie müssen das jetzt für den ATX oder für den S&P reziprok nehmen. Also das, ich mache es jetzt einfach nur mal am Beispiel des DAX, aber im Prinzip gilt es für die anderen Indizes auch. Dass es also bis an die alten Hochs geht und dann abreißt. Das wäre dann vielleicht erst in einem Jahr der Fall. Aber auch das favorisiere ich nicht, sondern mein Favorit ist ganz klar die Nummer C, dass wir nämlich auch über die Hochs drüber hinausschießen und viel weiter hinausgehen. Vielleicht beim DAX wäre das 12.000, 13.000, 14.000, was im Augenblick absolut unvorstellbar ist. Sagen Sie das mal irgendwem, da werden Sie ausgelacht. Und dann kommt der große Abriss. Der Abriss kommt sowieso. Ja, die Frage ist, kommt er jetzt, kommt er in einem Jahr oder kommt er in 2-3 Jahren? Ich favorisiere das letzte Szenario aus den Gründen, die ich Ihnen dargestellt habe. Ein riesengroßer Crack-up, der einfach mit immer neuen Geldinjektionen, immer weiteren Firmenrettungen, immer weiteren Hilfskonjunktur und sonst was Maßnahmen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Konjunkturpaket Nummer 2. Gehen Sie mal davon aus, es kommt auch noch 3, 4, 5, 6, 7. Das hört nicht mehr auf. Das wird am Schluss ein einziges Konjunkturpaket sein. Sie kriegen es gar nicht mehr mit, die Unterschiede. Das wird einfach nur draufgesattelt. Das ist das Szenario, was ich sehe. Wie damals 1923 auch. Da hat der Staat eigentlich nur noch versucht, irgendwo die Löcher zu stopfen. Und das sind absolut abstruse Situationen herausgekommen. Also falls die Frage danach kommt, das wäre ja eine ziemlich chaotische Situation, die dann entstehen würde, kann ich nur sagen, genau, das ist es. Also das kann nichts mehr mit Logik und mit Rationalität zu tun haben. Die Zinsen sind in einem langjährigen Abwärtstrend. Jetzt bin ich leider auf die amerikanischen rübergesprungen, ist aber in den deutschen oder europäischen ähnlich. Ich glaube, dass dieser Abwärtstrend noch weiter halten wird. Ich glaube aber auch, dass der Zins- oder Anleihenmarkt hochgradig manipuliert wird und dass sich, da Sie wissen ja, Quantitative Easing, haben wir gestern auch gehört, dass die Notenbank im Prinzip jetzt auch die Anleihen des Staates aufkauft und ihn finanziert. Also man muss die Zinsen unten halten, auf Gedeih und Verderb. Warum? Weil es genügend marode Wirtschaftsteilnehmer gibt. Denken Sie mal an die Häuslebauer in Amerika, die absolut überschuldet sind. Wenn der Zins da nur ein halbes Prozent oder ein Prozent nachhaltig nach oben geht, gibt es so und so viele Millionen neue Konkurse, so und so viele Zwangsversteigerungen und so weiter. Also man kann es sich im Prinzip gar nicht leisten. Das heißt, die Zinsen werden weiterhin in diesem Abwärtsband laufen und wenn sie mal drüber hinausgehen sollten, das wäre in Amerika bei etwa 5%, bei uns wäre es wahrscheinlich etwa 1 Prozentpunkt tiefer, bei 4% schätze ich, dann ist das Ende da. Also wenn die Zinsen nach oben gehen, dramatisch, dann ist es vorbei. Das ist sozusagen das letzte Zeichen. Das Schöne an meinem Vortrag ist, ich erzähle Ihnen nicht die einzelnen Assetklassen genau durch und was da alles passieren kann, sondern wenn Sie das verinnerlicht haben, was ich Ihnen gesagt habe, können Sie alles andere selber herleiten. Was muss mit Gold passieren in so einer Zeit? Das kann nur steigen. Aber auch Silber, Platin, Kartoffeln, Zigaretten, Stühle, was weiß ich, alles, was einen Sachwertcharakter hat, muss dann steigen. Und wenn es noch einen gewissen Wert für die Menschen hat, natürlich nicht irgendwelchen Unfug. Bei Gold ist es so, hier die rote Linie, die steigt ja bis jetzt schon an, wenn wir jetzt mal diese kleinen Korrekturen dazwischen drin mal vernachlässigen. Bei einem zurückgehenden Goldangebot aus den Minen und aus dem Recycling, das ist das, was diese farbigen Kurven hier verdeutlichen, das Angebot geht also tendenziell zurück, aber der Goldpreis steigt weiter bei weiterhin großen Inflationsgefahren. Also da kann ich mir überhaupt kein Szenario ausdenken, wie das Gold irgendwie nachhaltig fallen sollte. Kurzfristig schon, glaube ich jetzt sogar, dass es mal ein 100er abgibt oder so, 100 Punkte. Aber nachhaltig im Sinne von, wo stehen wir in 5 Jahren? Das kann nicht tiefer sein, das muss steigen, es geht gar nicht anders. Übrigens hier das Neueste,
Cover vom Smart Investor, Goldfieber, jetzt wird es langsam heiß. Also wir kommen natürlich jetzt schon in die Zeit, wo sich mehr und mehr Leute Gedanken machen drüber und bei ProAurum, dem größten Goldhändler, dem größten unabhängigen Goldhändler Deutschlands, da haben sie oftmals Schlangen. Da kriegen Sie nicht einfach mal, da können Sie nicht einfach mal hingehen wie in den Supermarkt und schnell was mitnehmen, sondern müssen Sie warten, weil so viele vor Ihnen dran sind. Also es bekommen mehr und mehr Leute mit, dass da irgendwas im Busche ist. Silber finde ich ähnlich interessant, eigentlich sogar noch interessanter. Wir sind fast am Ende meiner Zeit. Ich gehe jetzt ganz kurz noch ein paar Profiteure und Verlierer eines Crack-Up-Booms durch. COB ist das, ist die Abkürzung. Die Profiteure sind einerseits mal der Staat, weil er sich natürlich durch die Inflation Handlungsspielraum erzeugt. Heißt aber nicht, dass er seinen Bankrott irgendwann umgehen kann. Die Währungsreform kommt irgendwann. Übrigens, Währungsreform ist, nur ein netteres Wort für Staatsbankrott. Arbeitnehmer, die also noch Arbeit haben, das werden immer weniger sein, weil die Arbeitslosigkeit dramatisch zunehmen wird, und die auch die Möglichkeit haben, über Gewerkschaften oder auch selbst in Verhandlungen ihre Entlohnung an die gestiegenen Preise anzupassen. Staatsunternehmen, nicht weil es denen jetzt operativ so gut gehen muss, sondern einfach aus dem Grund heraus, wenn es denen schlecht geht, stopft der Staat einfach die Löcher. Denn in einer Zeit, wo die Arbeitslosigkeit nach oben geht, wird der Staat einen Teufel tun und die Arbeiter das Personal, das direkt an seinem Tropf hängt, Personal bei Staatsunternehmen oder Beamte oder so weiter, vor die Straße, auf die Straße zu setzen. Er wird also versuchen, noch das, wo er noch einen Einflussbereich hat, das zu halten. Deswegen, wenn Sie Beamter sind oder bei der Bahn arbeiten oder so, dann sind sie relativ sicher, erst einmal in den nächsten Jahren. First Receiver hatten wir gestern auch gehört, das sind die, die im ganzen Wirtschaftskreislauf zuerst das Geld an das Neue kommen. Die, die zuletzt dran kommen, sind in einer Hochinflation natürlich gebissen. Die letzten beißen die Hunde sozusagen. Unternehmen in staatlich geförderten Branchen, das ist Verkehr sehr stark, Rüstung leider auch. Sicherheit. Sie wissen übrigens, in einer perfekten österreichischen Welt gäbe es keinen Krieg, weil der Krieg gar nicht finanzierbar wäre. Ja? Aber wir sind nun mal leider nicht in einer perfekten österreichischen Welt und deswegen ist Krieg leider weiterhin finanzierbar und genau da wird das Geld reinfließen. Wir haben auch im letzten Smart Investor eine Grafik gezeigt, die aufzeigt, dass die Kriegsausgaben weiter ausgebaut werden und zwar auch unter Obama. Lassen Sie sich bloß nicht erklären, dass der Obama hier der Friedensfürst wäre. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Produzenten von realen Gütern, der Landwirt wird wieder in sein, das ist meine These. Er wird sehr umworben sein in Zukunft. Warum? Weil es, da komme ich gleich drauf, aber ich kann es vorwegnehmen, weil es wahrscheinlich zu Rationierungen irgendwann in der Endphase einer Hyperinflation kommt, weil alle Preisgefüge durcheinander rutschen und weil der Landwirt natürlich dann nicht 100% seiner Ernte angibt, sondern nur noch 90% oder 80% und die restlichen 10%, die wird er natürlich irgendwo unter der Hand oder auf dem Schwarzmarkt weitergeben. Und Besitzer natürlich von Sachwerten, soweit sie staatlicherseits nicht reguliert werden. Das wird wahrscheinlich vermutlich im Immobilienbereich sehr stark der Fall sein. Die Verlierer noch schnell, damit wir das vollständig haben, das sind die Geldwertbesitzer. Also einer, der nur auf seine Lebensversicherung baut, der wird wahrscheinlich am Schluss leer ausgehen, muss ich mal leider so sagen. Transferleistungsbezieher, ich hoffe, wir haben hier nicht allzu viel hier sitzen, aber ich habe keine gute Botschaft für Sie. Also jeder Arbeitslose, BAföG-Bezieher oder Hartz IV und so weiter, schauen, dass man möglichst schnell aus dieser Situation herauskommt. Warum? Weil Sie werden zwar kontinuierlich weiter Ihre Bezüge bekommen, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie der Inflation zulegt. Das heißt, Sie werden, wenn Sie heute noch Ihr Geld bis zum 28. eines Monats reicht, dann wird es vielleicht in 3, 4 Jahren nur noch bis zum 23. eines Monats reichen. Also es wird schon sehr viel früher knapp. Das kann Ihnen dann passieren. Unternehmer, Selbstständige mit langen Zahlungszielen, ist klar, wenn ich ein Zahlungsziel von einem halben Jahr habe, was es nicht selten gibt, dann habe ich ein Problem, wenn die Inflation in der Zwischenzeit schon 5% ausmacht oder so. Banken und Versicherungen, ja, weil die einfach in diesem ganzen Geldbereich mit dabei sind, weil es große Abschreibungen vielleicht gibt, weil Versicherer ihre garantierten Renditen nicht mehr zahlen können und so weiter und so fort. Deswegen werden ja Banken und Versicherer vielleicht auch verstaatlicht oder teilverstaatlicht oder irgendwas in der Richtung. Noch ganz kurz ein paar Begleiterscheinungen. Es wird einen Run auf die Sachwerte geben, hatten wir schon. Anstieg der Unternehmenspleiten und zwar einen dramatischen, insbesondere beim Mittelstand, der ja jetzt die Kreditklemme schon ganz dramatisch spürt. Großunternehmen werden tendenziell aufgefangen. Da rentiert sich es also, wenn der Herr Gutenberg von und zu Gutenberg auch mal schnell hinfährt und Opel rettet.
Das kann er nicht wegen jedem kleinen Mittelständler machen. Bankenverstaatlichung, glaube ich, dass sie kommt. Explosion der Sozialausgaben wegen Arbeitslosigkeit natürlich, soziale Unruhen. Frau Schwan und Herr Sommer war es, glaube ich, die haben das schon in den Mund genommen. Es gibt dieses Buch Vorsicht Bürgerkrieg, lesen Sie es, wenn Sie sich schocken wollen, aber Sie werden wahrscheinlich ungefähr erahnen, wo es hinläuft. Aus dem Kopfverlag ist es Rationierungen für Lebensmittel und Energie in der Endphase dann, weil durch die Inflation alle Preisgefüge durcheinander kommen und eine sinnvolle Verteilung dieser lebensnotwendigen Güter gar nicht mehr gewährleistet werden kann. Umgekehrt dann natürlich Entstehung von Schwarzmärkten. Ich habe das Beispiel mit Bauern gebracht. Die Haushaltsdefizite der Staaten werden explodieren. Der muss ja alles irgendwie finanzieren. Explosion der Edelmetallpreise. Wahrscheinlich wird Gold verboten werden, weil es das allerbeste Schlupfloch am Schluss sein wird für vermögende Menschen. Einbruch der Produktqualität, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber das geht auch automatisch einher damit. Regulierungsorgie des Staates, haben wir jetzt auch schon natürlich, es geht jetzt los. Steuererhöhungen, alles was Frau Merkel gesagt hat, in Steuersenkungen können Sie komplett vergessen, es wird Steuererhöhungen geben, und zwar rabiate. Er muss es ja irgendwie finanzieren, er muss ja irgendwie die Umverteilung in Gang setzen. Er muss ja von den oben nehmen und unten hinbringen. Ja? Und der Herr Westerwelle wird sich noch wundern. Vermehrte Verteilungskämpfe, auch klar, Endzeitstimmung, Fatalismus. Also einfach auch dieses, sage ich noch ein kleines Beispiel, ich bin in einem Café gewesen vor kurzem und da sitzen zwei Frauen und die Junge erzählt der Alten, dass diese Amerikaner jetzt das ganze Finanzsystem kaputt gemacht haben und ihre 15.000 Euro, die sie jetzt gespart hat, wird sie jetzt auf den Kopf hauen, weil das ist bald sowieso nichts mehr wert. Ich habe gar nichts dazu gesagt, ich habe nur gedacht, die Frau hat wahrscheinlich recht oder gibt wahrscheinlich eine Stimmung wieder, die in der Bevölkerung durchaus breiter verteilt ist. Das nenne ich jetzt Fatalismus und so ein bisschen Endzeitstimmung. Endzeitstimmung nicht in dem Sinne, dass die Welt untergeht, sondern dass dieses System, dieses Regime kaputt geht. Danach kommt irgendwas anders. Also ich will Sie jetzt nicht komplett demoralisieren. Was ich sagen will, ist börsentechnisch jetzt gesprochen. Es gibt noch einen Bären, der den Bullen aufhalten möchte. Das ist diese gerade eben Kreditklemme. Die wird irgendwie gelöst werden. Ich habe es Ihnen gesagt, Bankenverstaatlichung ist aus meiner Sicht das Wahrscheinlichste. Wenn der Bär aus dem Weg geräumt ist, dann geht Schnüdel gerade nach oben. Dann kriegen wir den Cracker-Boom. Und in 2-3 Jahren vielleicht, dann sollte man nicht zu übermütig werden, weil dann kommt nämlich der Bär mit dem großen Lastwagen um die Ecke und der wird den Bullen dann auf die Seite schieben. So, was dann danach kommt, die Dramen danach, das könnte man dann in einem nächsten Vortrag dann vielleicht klären. Danke.